Angel Baby, ein Hörspiel von Len Jenken, aus dem Amerikanischen von Dennis Scheck. Regie Joachim Sonderhoff. Psychopathen, aber die Gage ist so. Bobby, bist du da? Das ist Marie. Wollen Sie sich ein Bild von ihr machen? Sie trägt rote Cowboystiefel und hat langes, nicht zu bändigendes Haar. Ihr Mund ist etwas schmal. Marie ist Lyrikerin und Schauspielerin. Im Moment spielt sie die Glückliche. Bobby! Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around. Jemand zu Hause? Bobby! Seine Kleider sind wenigstens noch da. Der Mann treibt mich zum Wahnsinn. Er legt es darauf an, Chaos aus meinem Leben zu machen. Er weiß genau, dass wir uns zum Abendessen treffen wollten. Zu Hause wie zwei normale Menschen. Und wo ist er hin? Ach, vielleicht besser so. Muss ich ihn nicht erst überreden. My Angel Baby. Frechdachs. Rätselhafter Spider-Man. Traummann. Mit zig üblen Angewohnheiten und einem abgebrochenen Zahn, den du hast richten lassen, als ich dir meinen Gehaltscheck gab. Auf unserer Matratze mit Flecken von Rotwein und Rattenblut segeln wir unsere Liebe fort. Zu den Sternen. Och Mann, wo steckt der Rumtreiber? Ich muss immer noch an die schönen Worte zu schreiben, Schatz. Denn wenn du auf mir liegst, ist jeder Tropfen Schweiß von dir eine verschlüsselte Nachricht, die nachts zu anderen Welten fliegt. Intergalaktische Linguifikatoren übersetzen den Tropfen in 7000 Hexameter unsterbliche, weibliche, irdische Dichtung. Mann, oh Mann, ich höre mir diesen Quatsch an und liebe ihn noch immer. Bobby ist nicht nur ein ausgemachter Schmeichler, sondern auch Maler. Früher hat er als Modell gearbeitet. Er hat ein Bild von einem seiner Träume gemalt. Voilà, auf die Wand unseres Schlafzimmers. Bobbys Gemälde müssen Sie sich so vorstellen. Ein staubiges Ananasfeld erstreckt sich bis zum Horizont. Heißer Sonnenschein. In der Ferne ein Schuppen mit einem Vorhängeschloss an der Tür. Die Gage kann sich sehen lassen. Aber Bobby ist bestimmt trotzdem stinksauer. Aber das legt sich wieder. Nicht jede Schauspielerin kriegt die Chance, bei einer modernen Radioversion der gesamten Bibel mitzumachen. Ich werde landesweit im Autoradio eines jeden echten Christenmenschen zu hören sein. 26 Folgen! Ich soll die Eva spielen, die Frau des Pharao, Bezeba und im Neuen Testament an die Maria Magdalena. Heute Abend nehme ich die Isabel auf. So, jetzt noch schnell den Anrufbeantworter an. Was ist denn eigentlich los? Ich möchte nur unseren Termin heute Abend bestätigen. Er freut mich, dass das Honorar Sie überzeugt hat. Und bitte seien Sie versichert, Nacktheit wird nicht verlangt. Ich brauche nur Ihr Gesicht. Du kannst es nicht lassen, verdammt, Bobby! Ich hab's dir doch gesagt. Noch einmal und ich verlasse dich. Ist dir das egal? Du bist Maler, Herrgott, nochmal, nicht irgendein Knackarsch, der sich nackt von Damen mittleren Alters begaffen lässt, denen hinter ihren Staffeleien der Sabber runterläuft. Weißt du, man fragt mich nach dir. Was soll ich dann sagen, hä? Mein zukünftiger, naja, er strippt für gute Honorare. Und dann dieser Typ auf dem Band. Schleimiger geht's ja überhaupt nicht mehr. Du machst das gern, Bobby. Herrgott, ich weiß es genau. In diesem Moment bist du da irgendwo draußen. Stadt der Sehnsucht. Stadt der Amputierten. Stadt der Wasserleichen. Stadt der Glückseligkeit. Stadt des Kunstleders. Stadt der Eisbomben. Ausheber. Himmel und Hölle. Katz und Maus. Räuber und... Mist, ich komm zu spät. Ach, wo ist diese verdammte Aufnahme? Ich hab doch eine Karte bekommen.
Ah. Die christliche Radiostunde Skytop Hotel, Jeremia-Saal. Ach, wo sind meine Autoschlüssel? Ich komm zu spät. Ach, Bobby, du verdammter Scheißkerl! Der Jeremia-Saal. Gott segne Sie. Tja, Sie wohl auch. Übertreiben Sie. Das haben Sie gern. Und nun stellen Sie sich die Sprecher der christlichen Radiostunde vor. Machen Sie sich ein Bild von ihnen, liebe Hörer. Die Herren mit Fliege, psychotische, mormonische Pfadfindertypen, gefeuerte FBI-Agenten. Die Damen, alle mit Dutt, Lehrerinnen mit Theaterambitionen. Die Frau dort sieht aus wie Clint Eastwood als Tunte. Arnie, der Regisseur, ist ein alter Freund von Bobby und Marie. Okay, da ist sie. Achtung, Aufnahme. Marie, du... Ich habe mir den Text angesehen. Das glaube ich erst, wenn ich's höre. Isabel die Erste. Und nicht so lahmarschig, Herrgott nochmal. Maschine läuft. Action. Sie war jung. Sie war süß. Sie war fies. Ihr Name? Isabel. König Ahab von Israel heiratete Isabel, die Tochter des Königs der Sidonier. Und sie führte ihn vor ihren Gott, Baal. Ich, der Prophet Elias, rufe das Volk im Namen des wahren Herrn dazu auf, über die heidnischen Götzenanbeter Baals herzufallen und sie zur Sau zu machen. Erschlagt sie! Im Palast unterdessen... Königin Isabel, wie lautet euer Befehl? Mehr Wein, Sklave. Mhm. Hors d'oeuvre. Mhm. Und bringt Elias zu mir. Oh. Ich bin Elias, der Gesalbte des Herrn. Du bist ein gemeingefährlicher Irrer. Du hast dumme, ungebildete Schafhirten dazu aufgehetzt, Menschen umzubringen, die niemanden etwas zuleide getan haben. Sie haben getanzt und gebetet, Herrgott, nochmal. Die Hunde sollen Isabels lieblichen Körper fressen und ihr Blut lecken. Baal ist ein barmherziger Gott. Aber wenn du mir weiter mit solchem Quatsch drohst, werde ich dir das Herz aus der Brust schneiden und es an die Krähen verfüttern. Meine Eltern waren unter diesen Leuten. Sie starben vor Baals goldenen Füßen. Stopp, Marie, ich muss dich kurz bringen. Warte, komm rein. Marie. Arnie, war Isabel nicht angeblich ein gemeines Luder? Das hier liest sich wie Anti. Das ist ein Haufen postmoderner Quatsch. Es ist eine Beleidigung für Isabels Andenken. Und wenn und falls wir zu Jesus kommen, wird es zweifellos auch dessen Andenken beleidigen. Die anderen Zombies arbeiten umsonst für das christliche Radio. Wir beide werden jedoch bezahlt. Ich werde dafür bezahlt, hier etwas auf die Beine zu stellen. Im Text steht, Isabel weint, also weine gefälligst. Ich habe zurzeit viel um die Ohren, Arnie. Bobby hat... Wir haben alle viel um die Ohren. Grüß Bobby von mir, ja? Und wenn wir weitermachen, Marie, dann sei heidnischer, ehrlicher und weine. Verdammt nochmal, echte Tränen fürs Radio. Isabel die Zehnte! 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 Ich muss eine rauchen.
Vielleicht draußen auf dem Balkon. Ich muss mich jetzt zusammenreißen. Ich werde ihn verlassen, verdammt nochmal. Ich halte das nicht aus. Er darf sein Leben nicht weiter mit diesem blödsinnigen Exhibitionismus vergeuden und mir damit ein schlechtes Gewissen machen. Ich kann so viel verdienen, dass es für uns beide reicht. Schau mal über das Geländer, Marie. Ja? Das sollten wir alle. Schauen wir doch mal nach unten vor das Skytop Hotel, den Highway entlang. Und die harte weiße Linie zieht sich ewig fort. Aus den Wolken tropft Formaldehyd auf das orange Dach. Kleeblattschmetterling, erwürgte Rücklichter, rote Augen von Geisterbahnmonstern. Rasendes schwarzes Glas, nacktes Angel Baby liegt auf dem Asphalt. An der Autobahn, Route 42, flackern Straßenlaternen, fiebrig wie von Amphetamin. Und die Gebeine der Toten, aus der Erde gerissen zum Bau dieses Straßenkreuzes, brüllen den Schmerz hinaus in endlosem Schrei, glühendem Untergang, im letzten Schwall vergeblichen Atems und... Du lieber Himmel, deine Dichtkunst. Bleib bei der Schauspielerei, Marie. Ich brauche dich. Und zwar am Mikro. Noch 5 Minuten, Arnie, bitte. Ich bin immer noch 2 Minuten. Sonst spiele ich die Isabel selber. Und ich kann weinen, wenn es verlangt wird. Marie. Ja. Marie, was ist das? Auf der anderen Straßenseite. Was soll da sein? Da parkt ein Auto unter einer Straßenlaterne vor einem kleinen Fertighaus. Das ist Bobbys Auto. Dabei kann ich mich besser konzentrieren. Ja, mich macht das verrückt. Ich glaube, ich bin in einem schlechten Film. Oh, es ist ein großartiger Film, Bobby. Ein Film mit viel Fingerspitzengefühl. Ah, das ist kein einfaches Lichten. Das ist eine Kopie. Ja, halt dich still. Ja, mein Gott, wie können Sie bloß so an sich rumschneiden? Ihr Gesicht ist voller Blut. Es tropft durch die Mullbinden. Ja, es werden keine Narben zurückbleiben. Wahrscheinlich glauben Sie das nicht, aber ich bin wirklich Arzt. Mit allem Epilich und Examenpo. Ich meine, pipapo. Ich arbeite nicht oft an mir selbst, doch mit ausreichend Lidocain und einer Spritze Demerol gegen das Zittern lässt es sich doch ganz gut an. Es geht eben nicht über ein lebendes Modell. Naja, bei einem Foto gibt es immer einen Aspekt, den man nicht erfasst, und schon ist alles unausgewogen. Das ist der Fluch der Wiederherstellungschirurgie. Ja, und weil ich in diesem Fall so verdammt unter Druck bin, habe ich mich lieber gleich für das Beste entschieden. Ah, Ihr Gesicht ist nicht nur schön, sondern auch einfach. Man kann ihm leicht folgen, wie einer Karte mit nur einer Straße. Entschuldigung, ich habe ein... Oh, ich auch. Oh mein Gott! Ihr Gesicht, Sie müssen zum Arzt. Ja, ich bin der Onkel Doktor. Alles in Ordnung, Marie. Bobby? Was zum Teufel geht... Marie, einer von uns beiden muss die Brötchen verdienen. Du hast mich belogen! Wie kannst du nur... Angel Baby, das war seit Monaten mein erster Auftrag. Das Angel Baby kannst du dir sparen. Schatz, ich bin 34. Ich habe einen Bauch. Wenn ich in einem Pornofilm auftrete, halten mich die Leute für den Kameramann. Ich hab dir doch gesagt, dass ich mir einen Job suche. Ich komme mir vor wie der letzte Trottel. Da hab ich diesen Teufel. Marie, ich bin im Moment beschäftigt. Kann ich später mit dir reden? Bitte. Hören Sie, ich habe Schmerzen. Nur einen Moment, okay? Mach mich nervös.
ich halte ein Skalpell in der Hand. Ich muss doch... Klappe! Sie sind ja pervers. Nein, ich bin Arzt. Mein Gott, Bobby, du bist Maler. Ich nehme einen miesen Job an, damit du das nicht musst. Und während ich bei der Arbeit bin, nimmst du einen miesen Job an. Marie, glaubst du, ich bin gern hier? Etwa nicht? Machst du das nicht gern? Quatsch, ich mache das nur für uns. Ich bekomme $10,000 dafür. Ach, mal sehen. Du sitzt unter einer Lampe, zur Abwechslung mal angezogen. Ui. Und dieser Scherzkeks macht Hackfleisch aus seinem Gesicht. Na ja. 5 Mäuse die Stunde, würde ich sagen. Höchstens. Ich werde nicht nach Stunden bezahlt, sondern für mein Gesicht. Er kopiert es. Schau ihn mal an, er ist fast fertig. Das will ich hoffen, denn du gehst jetzt. Tust du mir einen Gefallen, wenn du nach Hause kommst? Fang schon mal an, meine Sachen zu packen. Reicht dein Grips dafür? Schau, Marie, ich wollte doch nur... Entschuldigt, Schätzchen, aber mir läuft die Zeit davon. Ich habe ihn engagiert. Ich kann nicht weiterarbeiten, während er redet. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich einholen werden. Bobby, nicht, dass es mich sonderlich interessiert, aber wenn es 2 von euch gibt, wie halte ich euch dann auseinander? Oh, das wird nicht erforderlich sein. Ich bin nur geschäftlich hier in dem, Lederkoffer da drüben. Da sind subdermale Vasopressin-Implantate gekoppelt an ein mildes Hypnotikum. Hä? Ja, ja, ein schlichter psychometrischer Natur, ich meine Neuroschalter, setzt die Dosis über einen Zeitraum von 10 Jahren frei. Außerhalb der Legalität. Außerhalb der Legalität? Außerhalb der Legalität. Haben Sie eine Ahnung, was für Preise diese Dinge auf dem freien Markt erzielen? So oder so, es ist Rauschgift, Doktor. Menschen sterben daran. Ja, ich bin zu derselben Ansicht gekommen. Meine letzte Lieferung. Falls ich zurück nach Genf komme, sehen Sie mich nie wieder. Du möchtest, dass ich hilflos bin, Marie. Ich habe Talent, aber vielleicht nicht zur Malerei. Vielleicht zur Stille oder einer Art... Weißt du... Von mir aus könnt ihr beiden mich am Arsch lecken! Aufgepasst, Hörer! Sehen Sie jetzt gut zu! In Ihrer Fantasie... Hören Sie heraus! Das Haus ist umstellt! Die haben keine Kraft mehr! Nur mit erhobenen Händen! Wir sind 35... Ah! Die Bullen! Bobby, der Kevin gesucht! Der Chirurg wischt sich rasch das getrocknete Blut vom Gesicht, schnappt den Lederkoffer. Schön geputztes spanisches Leder, wahrscheinlich aus Cordoba, oder? Hey, lassen Sie mich los, ich Schleimer! Bobby! Ich hab mir das Nieren verbeilt! Ich brauche eine Geisel! Ich hab sie gerufen! Der Schönheitschirurg sagt etwas über Geiseln. Oder geil sein. Alles in dem Zimmer dreht sich. Stecken Sie das Ding weg, Mann. Das ist eine Pistole. Oh, jetzt seien Sie doch nicht so dumm, Bobby. Haben Sie geglaubt, ich lasse Sie mit meinem Gesicht herumlaufen? Ha, Sie beleidigen. Da hast du's. Na los, steigen Sie ein. Hören Sie mal. Ich muss zurück. Ich bin Isabel. Man wird mich rausschmeißen. Als nächstes sollte ich die Ruth spielen. In fremden Feldes Korn. Fremden Feldes Korn? Dass ich nicht lache. Ja, stellen Sie bitte den Seitenspiegel ein. Wohin bringen Sie mich? Danke. Im Handschuhfach liegt Kaugummi. Extra fruchtig. Nein, danke. Sie entführen mich. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Genießen Sie die Aussicht. Es ist Nacht. Ich kann kaum was sehen. Versuchen Sie es. In der Dunkelheit gibt's Interessantes zu entdecken. Selbst bei 1200 Stundenkilometern. Außerdem... Ist da die Nacht? So stehen wir am Rand der Nacht. Der Ewigkeiten Schneide. Was? Unsere strahlenden Körper streifen am Rand der Leere.
Unbefestigter Seitenstreifen. Ausfahrt 20. Wir sinken. Ja, wir sind doch kein Schiff. Schlaff wie welke Chrysanthemen. Fahrende Cherubim. Dahin wie Tränen. Ja, falls Sie dieses Abenteuer überleben, ist Ihre Beziehung zu Bobby zum Scheitern verurteilt. Er hat echte Schönheit und wunderbaren Stil. Sie haben weder das eine noch das andere. Oh. Ja, und Ihre Gedichte sind ja grausam. So ein Glück aber auch. Ich werde von einem Lyrikkritiker entführt. Mister, Sie reden einen Scheiß. Na. Sie wissen rein gar nichts, weder von Bobby, noch von mir, noch von meinen Gedichten. Sie sind nichts weiter als ein armer Irrer. Oh, reizen Sie mich nicht. Ich will nur helfen. Und ich habe heute Abend eine Menge Medikamente geschluckt. Notgedrungen. Mein Verstand läuft auf Hochtouren. Essen Sie gern Polynesisch? Meinen Sie so Sachen mit Ananas drin? Hallo, hey! Ein Tiersch für zwei! Ja, ja. Der Kapell! Mama Wong's Contiki Lounge? Das ist doch nicht Ihr Ernst! Nicht mein Ernst? Ich bin hier Stammgast! Oh. Entschuldigen Sie, Herr Doktor, ich habe Sie nicht erkannt. No? Sie wirken wie eine Reklame für eine zweitklassige Herrenboutique. Oh. Das ist das Gesicht meines Freundes! Wer sind Sie? Mama Wong, das ist Marie, meine Geißel. Er hat in seinem Mantel eine Pistole, die auf meinen Kopf gerichtet ist. Hey. Ich glaube, er hat meinen Freund erschossen. Rufen Sie die Polizei! Die Arnanas Ente ist vorzüglich. Ah, da sollten Sie erst mal meine sehen. Die Show fängt gerade an. Sie haben Glück. Kam, ja, ja. Alle Lokis hawaiische Revue. Eine dicke Frau mit langem schwarzen Haar, über ihren riesigen Bauch spannt sich ein gelbes T-Shirt. Ihre Stimme klingt rund und sanft. Und hinter ihr vier hiesige Schülerinnen in Baströcken mit wunderschönen Beinen und tupierten Haaren. Und hinter denen die Band. Verfolgen Sie den Auftritt in Ihrer Fantasie. Zerbrochenen, hohlen Nacht. Und jetzt geht das schon wieder los. Genährt vom grünen Todesgestank gehen Orchideen in Flammen auf. Ein neuer Wind weht und Salzblut wogt im Rhythmus, der uns am Leben hält. Essen Sie Ihre Ananas-Garnelen auf. Ich habe eine Verabredung. Wissen Sie immer, wenn ich Sie anschaue und Bobbys Gesicht sehe, habe ich das Gefühl, als hätte ich den Verstand verloren. Es ist, als hätte sich jemand, den ich liebe, in ein Ungeheuer verwandelt. Ach, ich dachte, Sie wollten ihn verlassen. Schon. Lirch, verdammt, war! Wer hat den Stärker herausgezogen? Ja, wer war das? Sie sind da! Wer? Wer die Glitzer? Sie haben die Stromversorgung unterbrochen. Rühren Sie sich nicht vom Dings, vom Fleck! Dir! Was? Vielleicht auch! Verdammt, kommen Sie zurück! Nein! Oh, erwischt! Sie sind da übrigens in eine Tür gerannt. Es ist die Herrentoilette. Oh Gott. Ja, einfach den Knopf drehen, nicht? Und Viola, voila.
Marie, Marie, Marie. Da bist du nun also. Während eines Stromausfalls auf der Herrentoilette von Mama Wongs Contiki Lounge in Begleitung eines psychotischen Schönheitschirurgen, der das Gesicht deines Ex-Freunds trägt, dich als Geisel genommen hat und im Begriff steht, einen quasi medizinischen Drogendeal abzuziehen. Was für ein Leben. Er zündet ein Streichholz an. Stellen Sie es sich vor. Plötzlich lodert eine orangene Flamme auf. Glitschige, gekachelte Wände mit obszönen Schmierereien, fast unleserlich. Wer was Heißes erleben will, ruft bei Angel Baby unter 47. Psst! Hier gibt's eine Hintertür. Gehen Sie in die Kabine und dann nehmen. Im Ananasfeld, blöde Kuh. Es wird nicht lange dauern. Hier ist nur eine Zwischenstation. Na los, gehen Sie weiter. Zu dem Schuppen am Ende der Reihe. Schrecklicher gelber Himmel. Sonne wie eine Lampe im Nachtcafé. Ach, jetzt geht das wieder los. Reihe um Reihe überreifer Ananas. Violetter Staub. Schicksal hat mich aus meinem Leben entfernt. Und nie werde ich den Rückweg finden. Marie! Marie! Bobby! Bist du das? Bobby, wo bist du? Hier! In der nächsten Reihe! Hinter diesen stacheligen Blättern! Ich weiß nicht, wie Sie es bis hierher geschafft haben, aber jetzt sind Sie am Ende Ihrer Reise. Einen Schritt weiter und ich töte Ihre Freundin. Los, Marie, gehen Sie weiter zu dem Schuppen. Marie! Angel Baby! Ich versuche, zu dir zu kommen, aber die Ananaspflanzen schneiden mir ins Fleisch. Bobby! Bleib einfach da liegen! Übrigens, Ani lässt grüßen. Ani! Du machst doch nicht etwa bei diesem christlichen Radioscheiß mit! Es ist eine erstklassige Produktion, Bobby! Du lügst, Marie! Arnie ist ein geldgieriger Dreckskerl! Na los, weiter! Weiter! Ja, Marie, geh in den Schuppen. Nein, sowas. Schauen Sie nur die vielen Knöpfe. Ein Fahrstuhl. Und da ist die Fahrstuhlführerin. Hallo, liebe Leute! Bitte von den Türen zurückbleiben. Reiseziel? Rüdi Park Nummer 6. Oberster Stock. Also abwärts. Wir beschleunigen sehr rasch. Sollten Sie daran nicht gewöhnt sein, kann dies zum Verlust des Bewusstseins führen. Mit anderen Worten, Sie fallen in Ohnmacht. Oh, wie schwindelig. Ich... Marie, übertreiben Sie, das haben Sie gern. Gott segne Sie. Tja, Sie wohl auch. Wo bin ich? In einer hübschen Wohnung. Zieh die Samtvorhänge zurück. Schau aus dem Fenster, Marie. Der Boulevard, die steinerne Brücke. Brücke? Ja, du kennst diesen Ausblick aus deiner Erinnerung. Aus einem früheren Leben. Enten auf einem stillen Kanal. Eine Telefonzelle. Der Hörer baumelt an einer ausgefransten Schnur. Leere
Einkaufspassage, ein vorbeifahrender Krankenwagen. Stadt der Träume. Nein! Des Todes. Stadt des Tropfens. Wo bist du? Ich weiß nicht. Genf in der Schweiz. Sie stehen vor einem Fenster in meinem Wohnzimmer. Sie sind Marie, nicht? Ja. Die Geisel. Boah. Mein Mann hat mir alles über sie erzählt. Er ist unterwegs und verhökert das psychoaktive Zeugs aus dem Lederkoffer. Spanisches Leder übrigens. Wahrscheinlich aus Cordoba. Woher wissen Sie? Nur so ein Gefühl. Wie auch immer. Er hat sie in meiner Obhut zurückgelassen. Möchten Sie eine Kleinigkeit zu essen? Nur Kaffee, bitte. Wie finden Sie das neue Gesicht von Ihrem Mann? Ordinär. Oh. Er sieht aus wie eine Reklame für eine zweitklassige Herrenboutique. Aber ist ja egal. Er ist immer noch derselbe. Unmöglich. Ja. Ich habe ihm gesagt, er soll mit diesem Räuber- und Gendarmspiel aufhören, aber er meint, wir bräuchten das Geld. Der ist verrückt. Das habe ich gemerkt. Ich besitze eine Kunstgalerie hier in Genf und eine in München. Wissen Sie, was ich glaube? Nein. Warten Sie es ab. Ach, aber wahrscheinlich liege ich sowieso falsch. Ich habe da so eine Theorie, warum... Sie können übrigens jederzeit gehen, wenn Sie wollen. Ach. Wir brauchen sie nicht mehr. Er ist zwar anderer Ansicht, aber ich mag keine Geiseln. Außerdem bin ich eifersüchtig. Ich werde mich bemühen, ihn auf andere Gedanken zu bringen, wenn er merkt, dass sie nicht mehr da sind. Die Schlüssel zum Aeromobil. Steigen Sie einfach ein. Hier. Aber ich... Für Sie. Eine Kassette? Hören Sie auf der Rückfahrt mal rein. Wie soll ich diese Kiste steuern? Dieser Schönheitschirurg hat doch... Damit kommen Sie auf gar keinen Fall davon. Nun mal fix, Schätzchen. Die Schweizer Polizei fahndet nach diesem Aeromobil. Gegenüber Ausländern kennen Sie keine Gnade. Oh. Los, los! Schreiben Sie, wenn Sie Arbeit finden. Stellen Sie es sich vor, in Ihrer Fantasie, Stück für Stück. Eine junge Frau namens Marie fährt vorsichtig durch die Straßen Genfs, um nicht die Aufmerksamkeit der Behörden zu erregen. Direkt unter ihrem Ohr ringelt sich eine Locke ihres Haars. Sie hat Angst. Sie hat die Orientierung verloren. Oh Gott! In ihrer Fantasie hört sie eine vertraute Stimme. Die Stadt Genf flackert wie eine Kerze im Wind. Milchflaschen. Jemand verflucht eine hagere Hure mit einem geflochtenen Pferdeschwanz. Irgendwo in Genf wälzt sich eine dicke Frau im Schlaf auf die Seite und feuchte Liebesträume. Gare Centrale, Frühzug aus Süden, das Gesicht des Lokführers wie altes Holz. Erster Lichtstreif am Himmel. Morgenwolken, Morgen. Deine Gedichte haben mir immer gefallen. Jedenfalls die meisten. Fahr einfach weiter, Marie. Lass erst mal fahren! Idiot! Ich muss diese unhandliche Verbrecherkarre loswerden. Ich brauche Kleidung zum Wechseln, ein neues Gesicht, ein... Was zum Teufel ist das? Ach, diese Kassette, die mir die Frau gegeben hat. Sie ist beschriftet. Christliche Bibelgeschichten, Teil 7. Ahab und Isabel. Ach, was soll's. Ich kann ja mal reinhören. Bye-bye.
Die Hunde sollen Isabels lieblichen Körper fressen und ihr Blut lecken. Bitte, bitte sag nicht so schreckliche Sachen zu mir. Ich versuche, das Richtige zu tun. Ich bin verwirrt. Ich habe die Orientierung verloren. Stopp, Marie, ich muss dich kurz sprechen. Warte, ich komme rein. Marie. Arnie, ich weiß. Du hast nicht weinen können und du bist keine Schauspielerin. Das eine ist ein Trick, das andere sind Handwerk und Talent. Du bist ein nettes Mädchen, Marie. Geh heim und schlaf dich aus. Es gibt viele andere Jobs, glaub mir. Das kannst du mir nicht antun, Arnie. Diese Christen verstehen keinen Spaß, Marie. Ich muss ein fertiges Produkt abliefern. Ich habe zwei Kinder zu Hause. Du hast keine Kinder, Arnie. Und du wirst auch nie welche haben. Du bist steril! Raus! Und lass dich hier nie wieder blicken! Abwärts. Wo sind meine verdammten Autoschlüssel? Erdgeschoss. Gott segne Sie! Die können sich ihren Job an den Hut stecken. Das Christentum ist tot. Das Radio ist tot. Ich fahre einfach nach Hause. Bobby ist bestimmt fix und fertig. Ich wette, er schläft. Nee, er ist noch auf. Guckt wahrscheinlich die Mitternachts-Talkshow. Ach, ich bin gemein zu Bobby gewesen. Mist, ich hätte nicht so wütend werden sollen. Vielleicht sollte er wirklich hin und wieder als Modell arbeiten. Und wenn nicht, dann werde ich einen Job finden. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist Marie. Sie wissen doch noch, wie Marie aussieht. Hübsch und irgendwie traurig. Stell das Radio an, Marie. Stell es an und lass dich von der Musik nach Hause begleiten.
Angel Baby. Ein Hörspiel von Len Jenkin. Aus dem Amerikanischen von Dennis Scheck. Es sprachen Marie, Sonja Brzozowskas. Bobby, ihr Liebhaber, Christian Heid. Der Erzähler, Matthias Hase. Liftgirl, Verena Reisemann. Arnie, der Regisseur, Dirk Weiler. Radiosprecher, Hans Hissleiter. Der Prophet Elias, Björn Dömkes. Der Diener, Axel Friese. Der Schönheitschirurg, Peer Augustinski. Marmavon, Marianne Roger. Die Fahrstuhlführerin, Indira Sonladara. Die Ehefrau des Schönheitschirurgen, Anna Barbara Kurek. Angel Baby Song, Nicole Nagel. Ton, Rudi Stückrad. Technik, Gabriele Neugroner. Regieassistenz, Petra Feldhoff. Musik und musikalische Leitung, Hans-Jörg Rüdiger. Regie, Joachim Sonderhoff. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks.